Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, liebe Frau Professor Süssmuth, sehr geehrte Frau Dr. Gaschke, meine sehr geehrten Damen und Herren, es war ein Überraschungscoup, den die CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin Angela Merkel im Spätsommer 2005 landete. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl stellte sie der Öffentlichkeit den ehemaligen Bundesverfassungsrichter und Steuerexperten Paul Kirchhoff als möglichen Finanzminister in ihrem Schattenkabinett vor. Der prominente Intellektuelle schlug ein, wurde in der Union wie auch in den Medien gefeiert. Paul, der Popstar, wie die Süddeutsche Zeitung den parteilosen Verfassungsrechter hochjubelte, wurde zum Mittelpunkt im Endspurt des Wahlkampfes. Doch das Pfund, mit dem die Union wuchern wollte, schlug in sein Gegenteil um, weil der Eindruck entstand, dass der selbstbewusste Kirchhoff ein sehr viel weitergehendes Steuersystem als die Union vertrete, das zu groben Ungerechtigkeiten führe, distanzierten sich Vertreter der CDU von ihm. Auch Neid schlug ihm, dem hochgejazzten Halsbringer aus dem Establishment der CDU-CSU, entgegen. Vor allem waren es aber die heftigen Angriffe der Regierungskoalition aus SPD und Grünen, allen voran übrigens Bundeskanzler Gerhard Schröder, die sich dem vermeintlichen weltfremden Professor aus Heidelberg und seinen Steuerplänen soziale Kälte unterstellten. Innerhalb weniger Wochen hatte der Seiteneinsteiger seinen Bonus verspielt und wurde zum Risiko für seine Förderer aus der Union. Die CDU brach in der Wählergunst ein und konnte sich nur knapp als stärkste Partei behaupten. Für eine große Koalition stand Kirchhoff nach diesen Erfahrungen nicht zur Verfügung und verabschiedete sich aus Berlin. Paul Kirchhoff gilt als tragisches Beispiel für einen erfolglosen Seiteneinsteiger. Woran war er denn gescheitert? An seiner Unkenntnis der politischen und medialen Abläufe? Oder hatten es seine Förderer versäumt, ihm wahlkampfstrategisch zu briefen? Mangelte es ihm an politischer Überzeugungsfähigkeit? Oder unterschätzte er die Kraft der Vernunft des sachlichen Arguments? War es die fehlende Unterstützung seiner politischen Mentoren, als er zum Risiko wurde? Und unterschätzen er, wie auch die Unionsparteien, den politischen Gegner, der in polemischer und verzerrender Form die steuerpolitische Diskussion in eine Frage der sozialen Gerechtigkeit verwandelte? Seiteneinsteiger kommen meist aus eher politikfernen Berufen und wechseln ohne Ochsentour in herausragende politische Positionen. Ihnen wird oftmals ein besonderer Nimbus unterstellt, der grundsätzlich zu einer Ansehenssteigerung der politischen Klasse beitragen soll. Wie schnell diese Zuschreibung in ihr Gegenteil umkippt, macht nicht nur das Beispiel Kirchhoff deutlich. Seiteneinsteiger in der Politik sind also durchaus ein ambivalentes Phänomen, auch für diejenigen, die den Einstieg in die Politik dann tatsächlich schaffen. Und davon gibt es einige, auch im Umfeld unserer Stiftung. Ob Theodor Heuss, der als Journalist, Schriftsteller und Verbandsfunktionär den Weg in die Politik fand und ein Seiteneinsteiger war, ist unsicher. Aber er tat sich als Intellektueller schwer mit dem politischen Machtbetrieb, wich immer wieder in andere berufliche Felder aus und fand bezeichnenderweise im Amt des Bundespräsidenten eine ihm gemäße Aufgabe. Er steht für ein gelungenes Leben, für das Politik nicht alles war. Oder Ralf Dahrendorf, der erste Kuratoriumsvorsitzende unserer Stiftung, schaffte es aus der Wissenschaft heraus den politischen Seiteneinstieg. Die Zwänge des Amtes als parlamentarischer Staatssekretär im Auswärtigen Amt und als EU-Kommissar waren mit seiner intellektuellen Brillanz, seinem Überlegenheitsgefühl und seiner hochfahrenden Unabhängigkeit jedoch nicht vereinbar. Und ich selber fand auch nicht immer unfallfrei den Weg als Seiteneinsteigerin in die Politik, als ich 1990 als Wissenschaftlerin dem Ruf in die Kommunalpolitik folgte, dann doch aber für über 20 Jahre das Amt der Stuttgarter Sozialbürgermeisterin bekleiden durfte. Sehr geehrte Frau Süssmuth, sehr geehrte Frau Gaschke, Sie befinden sich als Seiteneinsteigerin hier also durchaus auf vertrautem Terrain, von dem aus ich Sie nochmals herzlich im Haus des ersten Bundespräsidenten begrüße.
Ich möchte Sie nun ganz kurz vorstellen. Rita Süssmuth studierte Romanistik, Geschichte, Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie und wurde 1964 promoviert. Sie war als Professorin für Erziehungswissenschaften an den Universitäten Bochum und Dortmund tätig und leitete 1982 bis 1985 das Forschungsinstitut Frau und Gesellschaft in Hannover. Einer glänzenden wissenschaftlichen Karriere entsagte sie, als sie 1985 Helmut Kohl bat, das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit und seit 1986 zusätzlich für Frauen zu übernehmen. 1987 bis 2002 war sie Abgeordnete der CDU im Deutschen Bundestag. Den Höhepunkt ihrer politischen Laufbahn erreichte sie zweifelsohne, als sie von 1988 bis 1998 Bundestagspräsidentin war und von diesem zweithöchsten Staatsamt aus zahlreiche Akzente setzte. 1,5 Jahrzehnte hatte Rita Süssmuth den Vorsitz der Frauenunion inne und sie gehörte 1987 bis 1998 dem Präsidium der CDU an. Als Expertin für Migration wurde sie im Jahr 2000 zur Vorsitzenden der unabhängigen Kommission Zuwanderung berufen. Sie ist heute neben vielen weiteren Positionen Präsidentin des Konsortiums, das den deutschen Beitrag zum Aufbau der deutsch-türkischen Universität in Istanbul koordiniert. Nochmals herzlich willkommen, liebe Frau Süssmuth. Susanne Gaschke studierte Anglistik, öffentliches Recht und Pädagogik und wurde 1993 promoviert. Anschließend absolvierte sie ihr journalistisches Volontariat und war bis 2012 Redakteurin im Politikressort der Wochenzeitung Die Zeit. 2012 ließ sie sich als SPD-Kandidatin für das Amt des Kieler Oberbürgermeisters aufstellen und gewann die Wahlen. Wegen einer umstrittenen Verwaltungsentscheidung geriet sie im Sommer 2013 in den Strudel einer medialen und politischen Kampagne, die bundesweite Aufmerksamkeit auf sich zog. Angesichts einer derartigen Skandalisierung trat sie im Oktober 2013 von ihrem Amt zurück. Seitdem arbeitet sie wieder als Autorin und Journalistin seit 2015 bei der Zeitung Die Welt. Auch Ihnen gilt nochmals mein herzliches Willkommen, liebe Frau Gaschke. Liebe Frau Gaschke, liebe Frau Süssmuth, Sie gehören zwei verschiedenen Generationen an. Was Sie aber verbindet, ist der Umstand, als Seiteneinsteigerin und Frau, kommt noch erschwerend hinzu, den Schritt in die Politik gewagt zu haben. Dort haben Sie verschiedene Erfahrungen gemacht und wir freuen uns durchaus, darüber mit Ihnen heute Abend zu diskutieren. Moderiert wird das Gespräch von Dr. Ernst Wolfgang Becker, unserem wissenschaftlichen Mitarbeiter und stellvertretenden Geschäftsführer der Stiftung. Sie haben nun das Wort und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch ich freue mich, Frau Professor Süssmuth, Frau Dr. Gaschke, Sie heute in diesem Haus begrüßen zu dürfen. Auch noch an diesem Tag, an dem sich der 19. Deutsche Bundestag in Berlin konstituierte. Viele werden ja die schwierige Situation bei den Wahlen der Vize-Bundestagspräsidenten sicherlich auch mitbekommen haben. Sie waren sogar live dabei. Frau Süssmuth, zeitweise zumindest. Bis zum Abflug, da haben wir Sie leider von abgezogen, aber wir sind glücklich, dass Sie dem nachgegeben haben. Nach Jahrzehnten sind ja wieder 6 Parteien im Bundestag vertreten, die für ein breites ideologisches Spektrum stehen. Und auch die Abgeordneten werden wahrscheinlich heterogener sein im Hinblick auf ihr Sozialprofil, auf ihre Herkunft. Was sie alle eint, ist, dass sie mit ihrem Mandat und auch weiteren Funktionen Politik zu ihrem Beruf gemacht haben. Vor nun bald 100 Jahren hat Max Weber in seinem vielschichtigen Vortrag Politik als Beruf, der ja auch als Stichwortgeber für die Schwerpunktreihe der Stiftung gilt, hat in seinem Vortrag mehrere Eigenschaften des Politikers formuliert. Darunter die Leidenschaft für die Sache, das Verantwortungsgefühl, Augenmaß, das Leben für die Politik, weniger von der Politik und die Bereitschaft, so sein bekanntes Diktum, sich auf ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern einzulassen. Ich möchte vorab, bevor wir auf unser eigentliches Thema zu sprechen kommen,
kurz von Ihnen erfahren, ob für Sie diese Kriterien Max Webers für die Gegenwart noch Gültigkeit haben oder ob sie überholt, ob sie ergänzungsbedürftig sind. Können Sie in wenigen Sätzen, das ist eine Herausforderung, ich weiß, Ihr Politikverständnis formulieren, bevor wir dann auf unser eigentliches Thema, den Seiteneinstieg in die Politik, zu sprechen kommen. Frau Süßmuth, möchten Sie beginnen? Wenn ich muss. Sie dürfen. Ich denke, mein Verständnis ist, dass es in der Politik um die öffentlichen Dinge aller Menschen geht, aller Bürger und Bürgerinnen. Und dass ein jeder von uns, ob Seiteneinsteiger oder viel früher schon dabei, eine längere Zugehörigkeit hat, verantwortlich ist für das, was aus uns wird, wie wir das weiterentwickeln und gestalten. Wir haben ganz große Gestaltungsaufgaben im Augenblick. Und ich muss sagen, ich gehörte nicht zum Kreis, die von Anfang an dabei waren, aber ich war immer ein politischer Mensch, an diesen Dingen interessiert, sei es über Beiräte oder Mitarbeit in NGOs, in gesellschaftlichen Organisationen. Und der letzte Satz, Politik unerfahren war ich im Sinne des Parteipolitischen und der direkten politischen Aktivitäten. Ich füge aber hinzu, ich habe viel gelernt in der Politik und wenn ich jünger wäre, würde ich morgen wieder anfangen und das Gleiche nochmal versuchen. Vielleicht würde ich einige Fehler vermeiden, andere wieder machen oder gerade machen, damit wir weiterkommen. Mein Motiv, in die aktive Politik zu gehen, war, nach den Jahren der Beschäftigung mit diesen Hauptthemen, Familie, Frauen, Kinder, ich habe auch Ihre Kinderbücher gelesen, die sind toll, ich wollte mit beitragen zur Veränderung. Weil wir haben immer ganz viel Studien und in der Politik habe ich gelernt, ja, die Studien sind ja gut, aber sie brauchen Mehrheiten. Und das ist ein anderes Kapitel. Ja, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, Frau Süßmuth. Frau Gaschke, Max Weber, noch Aktualität für Sie oder können wir ihn in der Mottenkiste verschwinden lassen? Nein, in der Mottenkiste ganz bestimmt nicht, aber es sind natürlich inzwischen fast regulative Ideen. Also die Unabhängigkeit des Politikers, sozusagen die Eigenständigkeit, die berufliche und finanzielle Distanz auch zu dem, was man auf Zeit dann tut, sozusagen für die Allgemeinheit, die ist ja unter Druck. Also wir sehen ja, dass sich im Grunde Lebensläufe etablieren, was man auch zum Teil gut erklären kann, man muss es gar nicht gleich anprangern, aber es ist ein Problem, wo die Mitarbeiter der Abgeordneten regelmäßig die neuen Abgeordneten werden, wo wir immer weniger Austausch eigentlich mit anderen Lebenssphären haben und sich die politische Sphäre schon durchaus auf sich selbst einkrümmt. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, das erleben wir im Moment gerade, wo es so heftige Verständigungsschwierigkeiten und zum Teil auch so viel Protest gegen etablierte Politik gibt. Und ich will da die Medien gar nicht ausnehmen. Die werden da nämlich als andere Seite derselben Medaille empfunden und das auch zu Recht. Und das Bohren dicker Bretter ist sicher richtig. Also in meiner kurzen sozusagen operativen Erfahrung war auch der Eindruck, also wenn Sie in der Verwaltung etwas erreichen wollen, also für die Menschen in Ihrer Stadt, dann müssen Sie also irgendwie mit einer fast übermenschlichen Beharrlichkeit Ihre Zähne also in ein Problem schlagen und es von A nach B nach C transportieren und das also sozusagen zum Teil mit Unterstützung Ihrer Verwaltung, zum Teil mit großen Sorgen Ihrer Verwaltung, ob das auch gut geht, in Zusammenarbeit mit einer Kommunalpolitik, die möglicherweise ganz andere Interessen hat, also nicht unbedingt, dass es vorangeht und, das wäre mein dritter Punkt und da sind die Bedingungen ganz anders als zu Max Webers Zeiten und das konnte er so noch nicht wissen, unter den Bedingungen einer Mediendemokratie, die eigentlich dem langfristigen und hartnäckigen Prozess total entgegensteht, die eigentlich schnelle Antworten will, schnelle Ergebnisse sozusagen zu Reaktionen verleitet, die sehr für den Tag nur sind und nicht für das langfristige Besserwerden von irgendetwas. Das kann ich auch aus Erfahrung sagen, denn ich arbeite ja nun seit nunmehr 20 Jahren auch im Journalismus und ein Grund für mich, eigentlich mal die Seiten zu wechseln und das andere zumindest zu versuchen, war das Gefühl, dass wir im politischen Journalismus der ganzen Veranstaltung Demokratie nur noch bedingt einen guten Dienst erweisen. Natürlich gibt es viele einzelne Kollegen, die ganz großartig nach wie vor darum bemüht sind, die Dinge zu verständlich zu machen, zu erklären, zu übersetzen, auch zu diskutieren mit Lesern und Zuschauern. Aber es gibt eben auch den schnellen Effekt, den schnellen Klick, die Auflagenzwänge, die aber zum Teil auch selbst eingeredet sind.
Und das alles macht einen solchen Druck auf den politischen Prozess, dass ich glaube, die Entscheidungen darunter auch leiden. Und man wird immer wieder Generationen von neuen Menschen brauchen, die irgendwie versuchen, sich diesem Druck zu widersetzen. Und man wird, glaube ich auch, vielleicht kommen wir darauf auch später, bei den Medien, die ja auch nicht nur Erfolg haben im Moment. Das muss man ja sehen. Also das Rezept ist ja nicht unbedingt erfolgreich, wenn man sich die Auflagen anschaut, die vielleicht auch noch mal neu nachdenken müssen. Insofern die regulative Idee, ja, die Bedingungen aber heute ganz anders. Ja, nee, auf die Rolle der Medien, gerade auch im Hinblick auf Seiteneinsteiger, werden wir auch noch zu sprechen kommen. Laut einer Studie der Quandt-Stiftung waren 2013 10% der Bundestagsabgeordnete sogenannte Seiteneinsteiger. Und eine andere Untersuchung geht von 6% Seiteneinsteiger bei politischen Funktionen auf Bundesebene aus und bezieht sich dabei auf die Legislative, die Exekutive und auf Kandidaten. Also sie sind eine ganz klare Minderheit und das dürfte in diesem Bundestag nicht sehr viel anders sein. Was kann nun als Definition für Seiteneinsteiger gelten? Also in der Regel ist es jemand, der einen Wechsel wagt aus einem eher politikfernen Beruf in eine politische Position auf einem sehr hohen Niveau. Ihm fehlt oftmals die Ochsentour, er lernt also das politische Geschäft nicht von klein auf. Er hat oftmals keine politischen Netzwerke und geringe Erfahrungen in politischen Ämtern und Funktionen. Und schließlich hat er oftmals noch, nicht immer, oftmals noch eine Rückkehrmöglichkeit in seinen ursprünglichen Beruf. Auch auf Sie beide trifft zumindest ein Teil dieser Kriterien, die in der Literatur formuliert werden, zu, auch wenn Sie schon vor Ihrem Seiteneinstieg in die Politik ja beide als Parteimitglieder politisch interessiert und auch engagiert waren. Ist es aber letztlich nicht nun vermessen, als Seiteneinsteiger eine Großstadt, nehmen wir mal Kiel, das ist Ihr Beispiel, was für Sie einschlägig ist, mit 240.000 Einwohnern und auch einer Verwaltung von 4.500 Mitarbeitern oder auch ein großes Bundesministerium, wie das Ihre war, wobei es wahrscheinlich noch längst nicht so groß war wie heute, das eine so große Einrichtung als Seiteneinsteiger zu führen. Ich denke, Sie wären auch nicht glücklich gewesen, wenn Sie auf Ihrem Flug von Berlin nach Stuttgart wüssten, es befinde sich ein Seiteneinsteiger in der Pilotenkanzel. Das hätte Sie wahrscheinlich mit einer gewissen Unruhe erfüllt. Für Politiker gilt das nun nicht. Und Jakob Augstein hat einmal sehr pointiert formuliert, Politik ist kein Spielplatz für Amateure mit Ambitionen. Was bewog Sie letztendlich doch, Ihren ursprünglichen Beruf aufzugeben und in die Politik einzusteigen und welche Kompetenzen brachten Sie für diesen doch gewagten Schritt mit? Frau Kaschke, möchten Sie beginnen? Also grundsätzlich gehen wir ja davon aus, dass in der Demokratie im Prinzip jeder für jedes Amt wählbar sein muss und er kann dann natürlich geeignetere oder weniger geeignete Qualifikationen dafür mitbringen. Ich habe sozusagen in Kiel gelernt, dass es auf jeden Fall hilfreich gewesen wäre, Juristin zu sein. Also ganz grundsätzlich sozusagen im Zurechtkommen, in der Auseinandersetzung mit der Verwaltung ist das wahrscheinlich eine Grundlage, die einem vieles noch mal etwas leichter macht und ein bisschen sicherer macht. Aber wenn man ein Vertrauen hat in die Menschen, die in so einem Apparat wie einer Stadt arbeiten, in die Bürgermeister, in die Amtsleiter, in die Menschen, die dort sozusagen ja von Tag zu Tag das Flugzeug steuern, dann sehe ich eigentlich keine Schwierigkeit darin, sozusagen dieses Amt politisch auszuüben. Und ich bin da immer mit einer journalistischen Haltung rangegangen. Ich habe gesagt, ich versuche herauszufinden, was die Probleme in dieser Stadt sind. Das erzählt mir die Verwaltung selbst, das erzählen mir aber auch die Bürgerinnen und Bürger. Und dazu hat dann meine eigene Partei auch noch eine Meinung und die anderen Parteien, die vertreten sind in der Ratsversammlung. Und dieses zunächst einmal sozusagen zu verstehen, zur Kenntnis zu nehmen und dann in der Diskussion mit den Fachleuten eine vernünftige und eben auch demokratisch legitimierte Lösung herbeizuführen nach Möglichkeit. Das ist, glaube ich, etwas, was mit einer normalen Intelligenz und der Bereitschaft, sich auf Probleme einzulassen, eigentlich schaffen kann mit einem Hochschulstudium. Und meine Erfahrung war auch eigentlich, dass es eine große Bereitschaft der Verwaltung gab, sich auf diesen etwas offeneren Ansatz einzulassen, der eigentlich, glaube ich, für die konkreten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich nur den ungewöhnlichen Aspekt oder den Vorteil hatte, dass auf einmal Parteipolitik ganz konkret nicht mehr so eine ganz große Rolle spielte. Also da habe ich sicherlich auch ein bisschen, war ich sehr optimistisch und habe
mich möglicherweise auch etwas verschätzt, also wie stark sozusagen die ja nicht hauptamtlichen, sondern ehrenamtlichen Kommunalpolitiker dann auch bestimmte Vorstellungen, also für die SPD zum Beispiel, in sehr, sehr langen Wahlprogrammen niederlegen. Also ich glaube, unser Kommunalwahlprogramm hatte 100 einzeilig bedruckte Seiten, also mit sehr vielen Unterpunkten, bis zu Sonderschwimmzeiten für Menschen mit Transgender-Orientierung. Und also wir hatten wirklich fast alles da geregelt. Und so ist die Parteiperspektive und die Perspektive der Verwaltung und der anderen Menschen, die jetzt vielleicht sozusagen andere parteipolitische Prioritäten haben, ist da gar nicht abgebildet. Und das jetzt zusammenzubringen und zu sagen, also hier ist einmal der politische Gestaltungswille sozusagen der ehrenamtlichen Politik, hier ist die direkt gewählte Oberbürgermeisterin, an die die Bevölkerung eine hohe Erwartung hat, obwohl die Kompetenz, die sie in der, zumindest in der schleswig-holsteinischen Landesverfassung hat, extrem eingeschränkt ist. Das ist auch keine schön gemachte Landesverfassung übrigens. Da muss man, also da ist es nicht wirklich darauf geachtet worden, dass diese Direktwahl, ohne dass dann irgendeine zum Beispiel Personalkompetenz da ist. Also sie arbeiten dann mit Beigeordneten, mit Bürgermeistern zusammen, die von ganz anderen Parteien kommen, die sie sich nicht aussuchen können. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass ein CEO eines Unternehmens mit 5000 Beschäftigten nicht doch darauf bestehen würde, zumindest im engsten Leitungsbereich auch das eine oder andere mitentscheiden zu können. Ist aber nicht so. Die Bevölkerung erwartet von Ihnen direkte Entscheidung. Die hat Sie ja gewählt. Also die will von Ihnen Performance sehen. Aber Sie sind in jeder Richtung eigentlich eingehegt, durch die Ratsversammlung und durch die konkreten Vollzüge in der Verwaltung, die sich nicht selbst zusammengestellt haben. Trotzdem funktioniert das ganz gut. Also ich hatte den Eindruck, diese offene Art, Dinge anzusprechen, nicht von vornherein zu wissen, wie das jetzt gemacht werden muss und immer gemacht worden ist, sich nicht ganz einschränken zu lassen auf so eine Liste von verselbstständigten Spiegelstrichen, zu denen, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber gerade die SPD doch sehr neigt. Also wenn man da gerade einen Kanal in der Stadt graben will, um die Innenstadt zu beleben, oder wenn man eine Stadtbahn bauen will, bei der eigentlich keiner versteht, wofür sie da sein soll, dann kriegt das ein sehr starkes Eigenleben bei meiner Partei. Das hatte es. Ich hatte den Eindruck, die Menschen waren ganz froh, dass einfach nochmal jemand kam und fragte, warum? Und ansonsten habe ich mich natürlich hauptberuflich sozusagen 15 Jahre zuvor mit politischen Themen beschäftigt, war jetzt also nicht jeder Fragestellung vollkommen fremd und war im Übrigen auch seit 25 Jahren natürlich Parteimitglied in Kiel. Und mein Eindruck, und kannte sehr viele Konflikte der örtlichen Politik und war auch mit Personen verwickelt, mit denen wir hinterher dann Auseinandersetzungen hatten. Insofern habe ich mich manchmal gefragt, ob ich eigentlich zu wenig oder zu viel ihr Seiteneinsteigerin war und ob nicht manche Konflikte eher daraus entstanden sind, dass man sich sehr lange kannte und sehr unterschiedlicher Meinung war. Frau Süssmuth, Sie waren ja vorher als Erziehungswissenschaftlerin, also vor 1985 erfolgreich tätig. Was hat Sie nun besonders überrascht, als Sie in die Politik einstiegen? Politik, die sich in ihrer Rationalität, in ihren Zielen und in ihren Abläufen doch so stark unterscheidet von der hehren Wissenschaft, von der Sie eigentlich herkommen und viele in diesem Raum ja auch. Das sind sicherlich zwei unterschiedliche Gebiete. Politikwissenschaft ist was anderes als Politik. Und das muss man sich zunächst mal klar machen, dass man Vorstellungen hat, diese Wissenschaftstheorie sei auf die Praxis 1:1 zu übertragen, da muss man kräftig umlernen. Das betrifft die Sprache, die wir sprechen, das betrifft die Begriffe, die wir bilden, das betrifft das Verstehen. Also einer, der lange dabei ist, weiß zu viel davon, wie Politik läuft und ist weniger offen, es könnte ja vielleicht auch ganz anders sein. Also für mich ist dieser sokratische Grundsatz, fragt immer mal, ob das, was ihr jetzt jahrelang für gut und richtig gehalten habt, ob es nicht auch anders sein kann. Und dieses andere kommt aus der Wissenschaft, ist aber auch in die Politik zu tragen. Ich habe das Herkommen aus der Wissenschaft nicht als Nachteil empfunden, sondern als großen Vorteil, weil es auch Themen waren, ob es Kinderfragen waren, Kinderbetreuung, Kinderförderung, wie bildbar ist der Mensch, die Lerntheorien, haben sich unsere Familien verändert, und da würde ich mit Strauper sagen, Untergang abgesagt. Immer wieder zu gucken, was ist daran an neuem Positiven entstanden. Und wenn ich
uns beide jetzt sehe, da muss ich sagen, habe ich in den letzten 10, 20 Jahren am meisten trotzdem gelernt von der Kommunalpolitik. Die Kommunalpolitik hat für die Menschen eine Bedeutung, die wir viel zu lange unterschätzt haben. Und ich habe gerade bei der Migrations- und Zuwanderung diese Ängste, wer sind die Fremden? Wie werden wir damit vertraut? Da gibt es Kommunen, die uns allen was vorgemacht haben, auch in der Berliner, vorher Bonner Politik, und wo das neue wechselseitige Lernen viel stärker angefragt ist. Also wir sind jetzt entsetzt, wenn gesagt wird, Kommunen fordern Geld für Schulen vom Bund. Das sagen die, wir haben doch den föderativen Staat. Und jetzt fordern die Geld vom Bund. Der Bund wird zahlen, wie er auch für die Kinderförderung bezahlt hat und Kinderbetreuung. Mir ist dabei ganz wichtig, was haben wir Neues in der Politik an Aufgaben und wie bewerkstelligen wir sie? Ich habe nie vorgehabt, in die aktive Politik zu gehen und habe in den Wochen, wo ich das zu entscheiden hatte, auch immer gefragt, was bringst du eigentlich mit? Dann kam ich zu dem Ergebnis, in der Gesellschafts- und Sozialpolitik, in bestimmten Ressorts, also als ich dann gefragt wurde nach dem Jugendressort Familie, Frauen, ja, da brachte ich was mit. In anderen Gesundheitspolitik brachte ich ganz wenig mit. Und ich hatte in einem Feld zu handeln, wo niemand was wusste. Es gab zwei große Forscher in der Welt, es handelte sich um AIDS. Meine größte Herausforderung, als ich anfing, waren nicht die Frauen, sondern die AIDS-Kranken. Und ich muss Ihnen sagen, da habe ich mich gefragt, Mensch, woher holst du dir jetzt Wissen? Aber es muss schnell gehandelt werden. Und dann sind wir genau beim Politischen. Und kann Ihnen nur sagen, das, was dort mit den Menschen, übrigens mit unseren Bürgern und Bürgerinnen erreicht worden ist, war der Grundsatz, wir bekämpfen die Krankheit, aber nicht die Kranken. Das war dann auch, also als all die Ideen aufkamen, wir verschiffen sie auf eine einsame Insel, da wurden wir fast rebellisch und sagten, wie denkt ihr das? Oder als dann jede Woche Kontrolle durchgeführt werden sollten. Da habe ich gesagt, wie wollt ihr das denn eigentlich praktizieren? Wir müssen auf Prävention achten. Und der präventive, der vorsorgende und vorbeugende Ansatz, der hat viel zu spät begonnen. Ich weiß, als der in die Gesundheitspolitik eintrat, haben uns die Ärzte vor allen Dingen gesagt, die Menschen werden sich nie verantwortlich in Gesundheitsfragen verhalten. Und wir konnten nach einem Jahr nachweisen, hat auch viel Geld gekostet, dass die Menschen das doch tun und können. Das heißt, es wuchs das Vertrauen in verantwortungsvolles Handeln von Menschen. Denn wenn wir die Infektionszahlen nicht drastisch gesenkt hätten, das haben wir ja nicht getan, sondern die betroffenen Menschen, wäre das ein ganz harter Kampf geworden für die Betroffenen. Und das nach einem Jahr höchsten Einsatz mit Menschen, mit NGOs, mit AIDS-Hilfen durchgebracht zu haben, da habe ich gedacht, Veränderung ist möglich. Deswegen ist an den Aussagen von Max Weber, der hat sich damals noch nicht vorstellen können, dass es nicht primär der Staat war und er allein, sondern welchen Anteil Bürger und Bürgerinnen an diese Leidenschaft, Verantwortung und Augenmaß haben. Hm. Und das ist auch heute die Auseinandersetzung. Müsst ihr euch vor den Bürgern fürchten und ständig sagen, die sind ganz gefährlich, weil einige wenige gefährlich sind. Wie stark sind die anderen Bürger, das zu vermeiden, das einzuschränken? Ich habe das am Beispiel erzählt, weil das für mich die große Erfahrung war, wenn es einmal gelingt. Ich bin auch viel gescheitert, aber Scheitern, große Wissenschaftler sagen heute, das Scheitern müsste ganz anders behandelt werden für Menschen. Denn wer nie Scheitern erlebt hat,
der kann eigentlich sich nicht weiterentwickeln. Und wir haben immer die Vorstellung, mein Kind darf nirgendwo scheitern. Statt das Scheitern zu bearbeiten, wieder aufzustehen. Und dazu gehört im Politischen, habe ich mir nie vorstellen können, ein langer Atem. Wir haben für bestimmte Gesetze 25 Jahre gebraucht, für andere das ging schnell. Wenn es um Frauen ging, haben wir immer lange gebraucht. Auch heute um die Frage Altersarmut, da möchte jeder einen Bogen schlagen. Ich bin froh, dass das aus der Mitte der Gesellschaft kommt und die politischen Entscheider nahezu gezwungen werden, ihr könnt es nicht mehr länger aufschieben, sonst wächst es euch über den Kopf. Und das war auch meine Erfahrung, Rolle der Familie, Rolle der Frauen. Bei solchen Umbruchsphasen haben sie immer das Problem, dass wir über die Stränge schlagen. Das ist immer so gewesen, bei Neuerungen. Aber es ist dann wichtig, wie binden wir die Menschen so mit Erfahrung, mit Mitmachen, dass sie auch Verantwortung übernehmen. Und deswegen ist das, was wir heute fragen, der kommunale Bereich, den wir viel stärker als den Ort aussuchen müssen, um mit Menschen zu reden, zu verhandeln. Das möchten wir nicht gern, weil wir immer meinen, die repräsentative Demokratie sei in Frage gestellt. Mir wurde gesagt, Frau Süssmuth, große Verbände können Sie empfangen, aber keine Bürgerinitiativen. Das sind alles Querulanten. Da habe ich gedacht, das möchte ich doch selbst in Erfahrung bringen. Und ich habe Querulanten kennengelernt, aber ich habe ganz wichtige Dinge von Bürgern erfahren, wie man es auch anders machen könnte. Das gefährdet nicht die repräsentative Demokratie. Also das sind meine Motive. Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Zwischen dem Politiker und dem Bürger stehen in unserer Parteiendemokratie ja doch die Parteien. Und ja. Parteien greifen ja immer wieder sehr gerne auf Seiteneinsteiger zurück als eine Form der Personalpolitik. Sie versprechen sich davon, dass ihr Image aufpoliert werden wird, dass sie die Bekanntheit nutzen können, um neue Wählergruppen zu erschließen. Oder auch gewisse Kompetenzen versuchen sie sich über die Seiteneinsteiger anzueignen. Paul Kirchhoff ist ja hier ein gutes Beispiel. Frau Süssmuth, in einem Interview 2002 stellten Sie fest, Quereinsteiger bleiben oft Fremde in den eigenen Reihen. War also dieser Status des Außenseiters in der eigenen Partei gerade das Kapital, mit dem Sie wuchern konnten, oder hat es Ihren politischen Weg eher steiniger gemacht? Und welche Rolle spielten politische Mentoren auf diesem Weg für Sie? Also zunächst zu Ihrer Frage, die Sie gerade gestellt haben. Ja, das war eine Herausforderung. Ich verstehe auch diejenigen, die sagen, ich kämpfe schon so lange in der Kommunalpolitik, in der Landes-, in der Bundespolitik und da kommt so ein Seiteneinsteiger und wird nach einem oder zwei Jahren in ein Amt gehoben. Dass das zu Auseinandersetzungen führt, ist naheliegend. Also ich habe erlebt, da warteten zwei, drei Frauen auf das Angebot, was mir gemacht worden war. Die waren natürlich tief enttäuscht und mussten das verarbeiten. Und ich musste lernen, mit diesen Frauen besonders enge Zusammenarbeit zu praktizieren, damit nicht der Eindruck entstand, die hält sich für was Besseres, die ist arrogant. Also es ist schon wichtig, das gilt nicht nur für die Enttäuschten, sondern auch für diejenigen, die den Eindruck haben, wir werden überhaupt nicht gehört. Unsere Leistungen werden nicht zur Kenntnis genommen. Das ist eine ganz empfindliche Stelle in der Demokratie. Steinig wurde es dadurch, dass ich Dinge anging, die nicht ins Programm passten. Und ja, ich gebe zu, ich auch nicht abzubringen war davon. Also die Vorstellung, wir müssen endlich an unsere Zuwanderung und Einwanderung heran, die stieß auf so erbitterten Widerstand.
oder mein Gedanke, die älteren Frauen müssen mehr Gerechtigkeit erfahren. Die waren ja ausgenommen worden. Das war meine erste Tat. Wenigstens rechnet ein Jahr an für jedes Kind. Die haben zwei Weltkriege mitgemacht. Das kann doch nicht sein, dass ihr die ausklammert. Und dieses Denken galt als unvernünftig. Manchmal wurde mir auch gesagt, sie haben keine Ahnung von Politik, weil ich anders die Dinge anging. Und ich habe in der Tat eine breitere Unterstützung zunächst von der Bürgerschaft erfahren, sie wahrscheinlich auch, ja, als von meiner Partei. Ich sage mit aller Klarheit, wie immer wir es halten wollen in unserer Demokratie, wir kommen nicht ohne organisierte Gruppen, sprich Parteien, aus. Aber wir müssen heute dazulernen, wie gehen diese Parteien, von Weizsäcker hat das immer wieder betont, wenn das ein sich verselbstständigender Machtapparat wird, dann kommen die Bürger sich vor, die Parteien machen alles alleine und dann entsteht der Satz, die da oben, wir da unten. Es ist ganz wichtig, wie wir neue Formen, das finde ich auch für diese Reihe wichtig, der Bürgerbeteiligung und nicht nur das Wählen, sondern welche Formen, Formate bieten wir an, um mit ihnen im Gespräch zu bleiben. Und anzunehmen, die können das gar nicht, sie haben eben von den, mit Augstein darüber gesprochen, das kann man nicht als Hobby bezeichnen, Hobby betreiben. Nein, aber in der Bürgerschaft steckt so viel Ernsthaftigkeit, so viel Bereitschaft, sich zu engagieren, wenn sie auch erfahren, wir werden ernst genommen. Es hilft uns nichts, Gesetze mit Anhörungen in die Ausschüsse zu bringen. Die haben sich eine wahnsinnige Mühe gemacht und gehen nach Hause und sagen, ich konnte nicht mal vortragen. Dann lieber sie nicht einladen, als solche Enttäuschungen erzeugen, wo sie wirksame Dinge tun. Also nach den Erfahrungen, die sie auch selbst als Stuttgarter mit dem Stuttgarter Bahnhof gemacht haben, haben wir dieses Instrument sehr viel ernster zu nehmen. Ich gebe zu, keiner kann es allein. Zweitens, wir alle brauchen Unterstützer und Förderer. Ich bin in die Politik gekommen, eigentlich über einen Streit mit Heiner Geißler. Er war mein wichtigster Mentor. Er hat mir beigebracht, wenn du umfällst, überleg dir das dreimal, sondern mach weiter, steh wieder auf und halte durch. Dieses Durchhalten fällt uns allen schwer, weil es manchmal auch zur Verzweiflung treibt. Aber ich habe immer wieder von ihm gelernt, sondiere deine Argumente gut. Ich habe mich nicht verlassen auf irgendein Geschick, weil mir dann immer gesagt wurde, dann versucht sie, wenn sie es anders nicht kann, mit Charme zu machen. Dann kann ich nur sagen, ja Männer, bei euch fehlt oft der Charme. Aber wir haben so viel im Kopf wie ihr auch. Und ich bin ihm heute noch dankbar. Da haben wir jemanden verloren, der für unsere gesellschaftlichen Umbrüche Wichtiges beigetragen hat. Man muss nicht überall ihm zustimmen, aber diese Denkanstöße, auch diese radikale Kritik, dieses Mitnehmen von Menschen, er war der Erste, der in Frauenhäuser ging, Gewaltphänomen angegangen ist. Wir brauchen alle, auch ich könnte jetzt andere nennen, und sehen Sie, Helmut Kohl hat ihn ja lange gestützt, hatte großes Vertrauen zu ihm. Und dann brach es zusammen, weil wir selbst als Partei in eine Krise geraten sind. Erwartet wurde, wir wollen es aber trotzdem gewinnen. Wir hätten ohne die deutsche Wiedervereinigung die Wahlen 89, 90 verloren. So nach allen Umfragen. Und ich finde ganz wichtig, achtet doch auf die Chance, wenn da neue Leute kommen, ihnen die Gelegenheit zu geben, mitmachen zu können. Wir haben das 1990 erlebt, also eigentlich schon Ende 89, als die Ostdeutschen kamen, die ganz anders waren. Die hatten vorher nie Politik betrieben, die meisten.
die brachten ein anderes Denken ein. Die gingen mit den Situationen anders um. Und wir wollten ihnen nur beibringen, dass sie es eigentlich doch so machen sollten, wie wir es gemacht haben. Und dann bekommen wir nicht mit, was an neuem Denken da ist, an anderem Denken. Und so hat jeder Bundestag, ich würde nicht zu sehr absehen, ich finde wichtig, dass da auch Menschen drin sind, die noch nie vorher drin waren. Aber sind das alles Seiteneinsteiger? Also wenn sie so rechnen würde, wer war noch nie im Bundestag, der steigt ja neu ein. Heute Morgen wurde im Bundestag gesagt, und diese neuen Einsteiger, die können das auch alles nicht. Vorsicht mit solchen Aussagen. Ja, Frau Gaschke, als Sie aufgrund dieser umstrittenen Verwaltungsentscheidung in politische Bedrängnis gerieten, da verloren Sie ja den Rückhalt eines Teils Ihrer Partei, vor allem der Parteiführung auf Landesebene. Haben Seiteneinsteiger nicht ohne diese sogenannte Ochsentour oder bei den Sozialdemokraten ja vor allem ohne diesen Stallgeruch, der dort ja besonders wichtig ist, und ohne politische Netzwerke, ohne diese, ja, auch Mentoren, man muss ja auch Helmut Kohl, ohne Helmut Kohl wären Sie auch nie in die Politik gegangen. Nein, hätte ja ablehnen können. Haben Sie es nicht äußerst schwer, also wenn Sie sich nicht auf diesen Parteirückhalt verlassen können? Und selbst der ist ja keine Garantie, wie wir bei Kirchhoff gesehen haben. Nee, natürlich ist der unheimlich wichtig und man sieht eigentlich, es ist da erfolgreich, wo eine Parteispitze das gerne haben will. Also Frau von der Leyen ist, glaube ich, sehr, sehr stark motiviert worden von Christian Wulff und das war eine gute Idee und da ist eine interessante Politikerin draus geworden, die das jetzt natürlich längst alles alleine kann, aber da wird auch irgendein Landtagsabgeordneter in Niedersachsen traurig gewesen sein, dass er da nun nicht mehr sein sollte, auf dem Listenplatz oder in dem Wahlkreis. Nicht? Auch Frau Merkel, in gewisser Weise ist es dann ja ein Seiteneinstieg, also einfach mit einer anderen Lebens- und Politik- und Wissenschaftserfahrung, sozusagen hätte sicher den Weg so nicht gemacht, der ja auch für Helmut Kohl dann überraschende Wendungen nahm zwischendrin, wenn er das nicht am Anfang gut gefunden hätte. Und wird heute auch klein geredet. Das übrigens auch auf eine verstörende Weise, die mich auch als Sozialdemokratin extrem irritiert und als Journalistin. Und da passiert auch was ganz Spannendes, worüber wir vielleicht auch noch mal reden müssen. Bei mir war es ja nun, wie gesagt, eben ein bisschen anders, weil ich eigentlich, wie gesagt, ich war da seit 25 Jahren Parteimitglied in der Stadt, wo ich es werden wollte. Ich habe sozusagen die Nominierung in meiner Partei gewonnen. Bin dann von den Bürgern gewählt worden. Und es war eigentlich von Anfang an klar, dass es einen Konflikt mit dieser Landesregierung darüber gab, ob ich das machen sollte oder nicht. Und der damalige Ministerpräsident, der inzwischen auch seine letzte Landtagswahl verloren hat, aus welchen Gründen auch immer, der wollte das gar nicht und hat da viel für getan, dass das nicht passiert und musste dann natürlich auch hinnehmen, dass man dann trotzdem gewählt wurde. Das fand er auch nicht so gut. Und dann war es klar, dass in Konflikten da dann nicht viel Rückhalt zu erwarten war. Also das ist nochmal eine Sondersituation. Ich glaube, insgesamt ist es absolut hilfreich, dass in den Parteien, also Vorstände und Anführer sagen, wir wollen diese Öffnung. Dafür brauche ich aber die Erkenntnis, ich brauche die Öffnung auch. Also das Selbstrekrutierende, das Selbstreferenzielle, was zumindest die SPD, ich will da nicht für andere Parteien sprechen, aber was zumindest die SPD, also für mich, doch systematisch kaputt zu machen scheint inzwischen. Also es ist jetzt das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten mit 20,5%. Ich führe das zumindest zum Teil auch auf eine problematische Personalrekrutierung zurück. Und Sie haben ja völlig recht, die Kommunalpolitik ist im Grunde die Keimzelle von allem. Das ist da, wo Politik den Menschen unmittelbar begegnet und Politiker auch. Und da stellt man dann leider fest, wer einem da zum Teil so gegenübertritt. Also man kann meiner Meinung nach auch im Ausland studieren und trotzdem relativ wenig von der Welt verstehen. Oder man kann 25 Jahre Politik machen in einer Partei und dadurch nicht unbedingt schlauer werden. Wir haben jetzt also im Moment in der Lokalpolitik einen Selbstrekrutierungsmechanismus eigentlich der Zeitreichen. Ich glaube, für Landespolitik gilt das auch. Und wer zum Bundestag will, letzten Endes, das sind Menschen, die müssen sehr, sehr viel Zeit für Parteigremien aufbringen. Also nach einem normalen Arbeitstag nochmal 4 bis 6 Stunden für eine Fraktionssitzung der Ratsfraktion. Wer macht das denn? Also nach meiner küchentisch-empirischen Beobachtung aus den Erfahrungen da in Kiel machen das die Langzeitstudenten, das machen Frührentner. Das macht eine bestimmte Sorte von Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes. Und das machen Rechtsanwälte, die in ihren Kanzleien ganz gut abkömmlich sind. Und das ist nicht unbedingt die Spitzenauswahl. Und dann begegnen sie aber wiederum Bürgerinnen und Bürgern, die engagiert sind, die eine Initiative für oder gegen etwas haben, die berechtigte
Sorgen haben, wie das in den Schulen ihrer Kinder aussieht. Sie begegnen dem Unternehmer, der sagt, Leute, war das jetzt unbedingt nötig, die Fußgängerampel, Kreuzung, Verkehrsberuhigung direkt vor die einzige Einfahrt meines Grundstückes zu bauen, sodass die Laster da nicht mehr abbiegen können. Und dem wird dann häufig von der Kommunalpolitik borniert geantwortet. Nicht immer intelligent, aber häufig borniert, so mit diesem Gefühl, wir wissen es ja besser, weil wir in der Partei haben es diskutiert und beschlossen. Und dafür, glaube ich, da sind wir auf einem unguten Weg, weil eben das sich immer weiter verstärkt. Also wer bewirbt sich heutzutage für ein Bundestagsmandat? Es gibt eine interessante Forschung dazu von der Professor Schüttemeier, Universität Halle. Ich habe jetzt die neuesten Ergebnisse noch nicht. Die haben aber dieses Mal in einer beispiellosen Erhebung sind die wirklich über alle Parteitage gezogen und haben die Aufstellung jedes einzelnen Bundestagskandidaten beobachtet. Und bei den Vorergebnissen war es schon ganz klar zu sehen, es gibt eine ganz starke Professionalisierung, / Verengung. Also es treten immer mehr Leute, die Nachfolge ihres Abgeordneten an. Also wenn der alte Abgeordnete ausscheidet, dann bewirbt sich der Mitarbeiter. Der weiß natürlich im ersten Moment über die Bereiche, die der Abgeordnete vielleicht 15, 20 Jahre bearbeitet hat, auch tatsächlich mehr als Leute, die von der Seite kommen, irgendwie aus der Partei oder gar von außerhalb der Partei. Aber ob das langfristig gut ist für den ganzen Laden, wenn nicht die Erfahrung von Eltern mit Kindern, von Menschen, die alte Eltern pflegen, von Selbstständigen, von Soldaten, von Künstlerinnen, von Wissenschaftlerinnen, also aus lauter gesellschaftlichen Sphären, wie auch Sie ja aus der Wissenschaft kamen und diese neuen Inhalte einbringen, ich glaube, das muss passieren. Ich glaube, Führung von Parteien muss das wollen. Das heißt aber Verzicht. Denn solange noch ein einziges Amt sozusagen zu besetzen ist und sie selber noch nichts haben, also werden die Etablierten nicht das Gefühl haben, sie müssen das tun. Also es wäre eine Selbstbeschränkung, die fast übermenschlich weise wäre. Aber die Alternative können Sie sich anschauen. Wie gesagt, ich spreche da wieder nur für die Sozialdemokraten, aber da scheint es mir besonders dringlich. In Polen sind die an der 8%-Hürde des Parlaments gescheitert. In Griechenland gibt es keine nennenswerten Sozialdemokraten mehr. In Italien sieht es katastrophal aus, in Spanien nicht viel besser. In Frankreich sind die Sozialisten in Trümmern, in Holland sind sie auf Platz 7 im Parteiensystem und in England ist nochmal eine eigenartige Sondersituation, die, glaube ich, aber auf Deutschland auch wiederum schwer übertragbar wäre. Was heißt das? Also irgendetwas muss passieren. Macron ist jemand, der es in gewisser Weise vormacht mit den Neuen, also mit dem Versuch, sozusagen irgendwie Leute, die noch nicht in Funktionen waren, jetzt einzubinden in seine Bewegung. Ich hatte immer ein bisschen gehofft, dass das vielleicht für die SPD, also dass es eine Macronisierung innerhalb der SPD geben könne. Ich habe darüber viel geschrieben, jetzt auch sozusagen bei dem Weg in die Opposition. Das wäre ja eine Chance gewesen, jetzt zu sagen, jetzt tritt zum Beispiel mal der ganze Parteivorstand zurück. Aber bei uns ist jetzt der Fall, also sozusagen die Leute, die bis 17.59 Uhr wirklich die Sachen falsch gemacht haben, wissen um 18.01 Uhr ganz genau, wie man jetzt das Problem lösen soll. Und es ist das gleiche Personal, das seit 20 Jahren den Laden schmeißt und jetzt inzwischen beim historisch schlechtesten Ergebnis aller Zeiten angekommen ist, das nun meint, zu wissen, wie es gehen soll. Ich meine, das wäre der Moment für die Öffnung gewesen. Und ich glaube, dass also alles andere wenig chancenreich ist. Ob dabei einzelne Leute wie ich dann mal auf die Schnauze fallen und ob ich selber jetzt dafür am besten geeignet war, das sind ganz andere Fragen. Darüber kann man lange nachdenken und sich auch selbst zerfleischen und auch sagen, das war nicht gut. Ich selber habe jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, ich bin da nicht ganz dringend berufen, so schnell wieder was zu machen. Aber ich würde immer dafür plädieren und immer Leute unterstützen, die sagen, ich habe von außen was einzubringen. Aber da kurz möchte ich nachhaken. Die sind ja dann nach einem knappen Jahr zurückgetreten von ihrem Amt als Oberbürgermeisterin. Haben Sie Fehler gemacht? Welche? Und sind es Fehler, die typische Defizite von Seiteneinsteigern darstellen? Also, weil man hat ja den Eindruck, naja, man hätte den SPD-Vorstand, man muss ihn eigentlich nur mit Seiteneinsteigern ersetzen. So meinten Sie es natürlich jetzt nicht, das ist klar, das war jetzt etwas überzogen. Aber was sind die Defizite von Seiteneinsteigern, die Sie an Ihrem eigenen politischen Schicksal ja auch erlebt haben? Also mein Hauptfehler war ganz bestimmt, dass ich nicht sofort einen einzigen Krisenkommunikator geholt habe und zwar für möglichst viel Geld, möglichst angesehen und sozusagen, dass der komplett sozusagen die Medienstrategie geregelt hätte. Also man wollte mir immer leicht unterstellen, so die lässt sich nicht beraten. Nee, das ist in der Situation gar nicht das Problem. Das Problem ist in so einer krisenartig aufgeladenen Situation, dass jeder einen berät. Also man kriegt unfassbar viel Rat, nur es widerspricht sich diametral zum großen Teil. Und in der Situation noch einen kühlen Kopf zu bewahren und zu überlegen, was ist denn jetzt das Klügste? Nicht? Also wir hätten 1000 Rechtsgutachten selber in Auftrag geben müssen, uns da nicht vom... Das führt aber alles zu weit, wenn man nicht den ganzen Fall jetzt aufrollt. Das können wir sehr gerne sonst vielleicht hinterher, oder es ist eigentlich abendfüllen.
Nein, das Problem ist einfach, und das, ich werde das ja oft gefragt an dieser Stelle, also man macht in der Situation eigentlich fast alles falsch, aber man macht es natürlich unter dem Druck der Krise falsch. Und die, was mich immer ein bisschen getröstet hat, ist, also ich hatte ja nun als Seiteneinsteigerin eben dieses Image, die kann das nicht und jetzt unter dem geringsten Druck bricht die zusammen. Also der geringste Druck war das nicht. Also wenn sie 2 Monate lang praktisch jeden zweiten Tag auf der Titelseite ihrer Heimatzeitung selber mit einem Foto zu sehen sind und einer harten Schlagzeile über dem Bruch und immer Tatsachenbehauptungen, in Klammern, die nie gestimmt haben. Aber ich sage dann auch immer, Leute, ich weiß ja, dass ihr kein Geld habt, die Redaktionen und so, aber irgendwie für ein Konjunktiv und ein Fragezeichen wäre doch vielleicht was übrig. Also das ist schon sehr zermürbend, nicht? Und wenn Sie dann feststellen, okay, Ihre eigene Landesregierung instrumentalisiert auch ein Stück weit Justiz gegen Sie, das habe ich auch hinterher gelernt, also sowas wie untreue Vorwürfe sind sehr beliebt, um Leute aus dem Amt zu kriegen, da bin ich wahrlich nicht die Einzige, da könnte man wahrscheinlich mal eine Selbsthilfegruppe zurückgetretener Oberbürgermeister machen, das wären nicht so wenige. Also das zermürbt. Sie gehen dann, wir wohnten in so einem Mietshaus mit 8 Parteien und sie gehen dann morgens die Treppe runter und auf jeder Fußmatte liegt diese Kieler Nachrichten dann mit, also Gaschke, Untreue, Nötigung, was weiß ich, was alles nicht wahr, nicht? Also alles komplett erfunden, aber die Kollegen drucken es erstmal fröhlich und sie fragen sich natürlich, oh Gott, also was denken jetzt meine Eltern, was denkt meine Tochter, was denkt mein Fahrer, der unten wartet, was denken die Mitarbeiter, die Leute, mit denen ich heute dienstlich rede, haben die überhaupt das Gefühl, dass ich noch für irgendwas Prokura habe? Oder kann man es eigentlich gleich sein lassen? Also der Druck ist enorm. Und sie fangen an, sich selbst natürlich zu zweifeln, ganz fundamental. Der Hans-Matthias Keplinger, bekannter Medienwissenschaftler aus Mainz, der hat das sehr schön in einem Buch, die Mechanismen der Skandalisierung, beschrieben. Das sind auch so Stadien, da kann man richtig sich selbst beobachten, wo man gerade ist. Also das ist so eine Typologie für den Verlauf des Skandals. Mich hat immer sehr getröstet, dass Christian Wulff, der ja nun ein absoluter Politprofi seit vielen, vielen Jahren war, diesen medialisierten Skandal und diese Art von intensivem Druck etwa so lange ausgehalten hat, wie ich, nämlich 2 Monate. Hat mich hinterher auch gewundert, als ich es mir im Detail angeguckt habe, aber das scheint mir so die Zeit zu sein, die ein normaler Mensch, der jetzt nicht völlig abgestumpft ist und der auch irgendwie noch Gefühle oder also so ein Gefühl für die eigene Würde hat oder so, das hält man ungefähr durch und dann ist auch irgendwann mal gut, wenn nicht irgendwie zu Schlimmes kaputt gehen soll. Frau Süßmuth, Sie wollten dort noch einhaken. Sie haben ja beschrieben, wie es einem geht, wenn die Pfeile von allen Seiten kommen. Habe ich auch erlebt. Und was ich einfach sagen muss, dann ist es wichtig, dass Sie und andere, die betroffen sind, habe ich auch damals so erlebt, eine kleine Gruppe hat, die einen aufrecht hält. Also es gibt in der Forschung eine Theorie, die besagt, jeder Mensch braucht wenigstens einen Menschen, der an ihn glaubt. Wenn wir niemanden mehr haben, dann fühlen wir uns verlassen und dann kommen diese Schritte. Also ich habe Vergleichbares erlebt. Ich musste Rechtsanwälte einschalten, Urteile, um zu widerlegen, was Wahrheit und falsch war. Das war ein solcher Hagelsturm, dass ich oftmals dachte, überlebe ich noch den nächsten Tag. Und da ist es wichtig, dass diejenigen in der Politik sind, fast alle mal davon betroffen, wenn sie sich engagiert haben und etwas gesagt haben oder vertreten haben, was nicht die Mehrheitsmeinung ist. Da ist man schnell in solch einer Mühle. Sie haben ein paar Mal gesagt, dann brauchen Sie Ihr Netzwerk. Und dann ist das Wichtigste die Familie, die leidet nämlich erheblich mit Langzeitschäden. Wir denken dann immer, wir gehen ja morgen wieder raus und müssen unsere Arbeit tun. Aber diejenigen, die zu Hause sind, leiden noch viel mehr. Und wenn Sie dann, Sie sind zunächst mal die tragenden Kräfte, die sagen, halt durch, wenn du kannst. Und insofern sind diejenigen, die in diesem Kampf kämpfen, es gibt Situationen, wo man mit den Fehlern Konsequenzen ziehen muss. Aber wenn man meint, dies geschieht mir zu Unrecht, dann brauchen wir Netzwerke, die eintreten für den anderen. So wie wir jetzt auch wieder ein Netzwerk brauchen, wo das nochmal zeigt, was denn diese Kanzlerin geleistet hat. Und nicht nur zu sehen, was im Augenblick uns nicht gefällt. Ja. Und wir wollen ständig den Sieg reichen.
Und es ist ganz entscheidend, dass wir Menschen auch helfen, solche Schwierigkeiten durchzustehen. Ich sage Ihnen ganz offen, ich werde nie das Bild vergessen, wie diese Frau von Seehofer warten gelassen wurde. So was Demütigendes für Menschen dürfen wir nicht einfach vorübergehen lassen. Es betrifft mich ja nicht. Das gehört zur Ausübung der Demokratie. Man hält das oft allein nicht aus und verzweifelt auch. Und das Schlimmste ist, wenn wir dann depressiv werden. Also da gilt jeden Tag, steh wieder auf. Also ich habe mir dann zu eigen gemacht, solchen Satz, das wollen wir doch mal sehen. Der klingt banal, aber durch einen Satz, das wollen wir doch mal sehen, ist dann auch so ein Leitspruch, wenn mir gesagt wird, schlagen Sie sich's aus dem Kopf, Christus sollte nie sein, die Verhüllung des Reichstags. Wenn Sie wüssten, was das vielen Menschen in unserem Land und auch außerhalb unserem Land an positiven, sich über sich selbst hinauswachsenden Gefühlen gegeben hat, wie sie mit diesem Akt umgegangen sind, dann kann ich nur sagen, warum eigentlich nicht? Und ich würde Ihnen wünschen, dass Sie nochmal eine neue Chance haben. Ja, weil wenn ich mich politisch engagiere, dann ist es wunderbar, wenn man auch nicht einfach weggeht, weil es oder weggehen muss, weil die Menschen einen verlassen haben, sondern wenn es auch ist, gibt es. Das Leben ist nie so monoton, dass da nicht neue Ereignisse sind. Sie haben ja viel geschrieben danach. Ich habe das nochmal nachgesehen für unser Gespräch heute und sehr konstruktiv. Da ist ja nicht Pessimismus drin, sondern Neugier, Interesse. Was ist das Phänomen Kind, weil ich das selbst auch. Das ist so ein so spannendes Thema. Endlich begreifen die Männer, dass Kinderumgang, Zusammenleben mit Kindern ihnen ungemeine neue Erfahrungen bringt. Haben sie lange zu gebraucht, haben wir früher das Privileg gehabt. Aber diese Offenheit für neue Erfahrungen könnten auch mal so kommen, dass sie sie politisch wieder einsetzen können. Frau Süßmuth, man gewinnt ja den Eindruck, Seiteneinsteiger sind nur dann politisch erfolgreich, wenn sie sich zunehmend auch dem Berufspolitiker anverwandeln. Max Weber sprach davon, sich einlassen auf die diabolischen Mächte, die in jeder Gewaltsamkeit lauern. Ist es nicht so, dass der Seiteneinsteiger gerade dann erfolgreich ist, das ist ja ein Paradox im Grunde genommen, dann erfolgreich ist, wenn er zum Berufspolitiker mutiert und sich auf das Spiel mit der Macht einlässt? Sie hatten ja auch gewisse Machtbasen. Sie waren lange Vorsitzende der Frauenunion. Sie hatten einen Wahlkreis. Und verwandelt man sich nicht dem Berufspolitiker auch zwangsläufig fast in dieser langen Zeit, vor allem auch für Sie in der Politik, an den Machtspielen, die dort immer wieder betrieben werden? Also da möchte ich deutlich unterscheiden. Ja, das bringe ich auch, versuche ich den Menschen zu vermitteln. Habt nicht so eine Angst vor der Macht. Wir alle üben in unseren Kreisen Macht aus, auch in der Familie. Aber es scheint mir schon wichtig, also Ihre Empfehlung oder der Frage kann ich nicht folgen. Wenn wir uns nämlich immer mehr zum Berufspolitiker bekannter Art entwickeln, dann verlieren wir unser Gesicht und das, was uns eigentlich ausmacht. Dann ist mir lieber, ich gehe, als dass ich mich in diese Entwicklung hineinbegebe. Dann haben Sie nämlich, ich habe es selbst erlebt, hinterher nur noch Scheren im Kopf. Was kann ich denn jetzt noch sagen? Was habe ich noch Mut oder habe ich keinen mehr? Ich möchte, dass Sie eher Menschen haben, die Sie dann ermutigen. Wenn du der Überzeugung bist, dass dies richtig ist, dann können wir immer noch abschleifen, was weniger wichtig ist. Aber wenn wir uns auf dieses Geschäft einlassen, also wenn mir jemand sagt, Abschluss ist nicht so wichtig, die Hauptsache, ich kann mein Leben auf die Politik aufbauen, dieses Nachfolgeproblem, was Sie eben beschrieben haben, und ich vermeide alles, was meine Wiederaufstellung gefährdet, dann möchte ich sagen, schade.
Und deswegen dieses sich einlassen, ich glaube, dieses sich einlassen auch im Sinne von Max Weber ist eins, wissen, wie, was läuft da in der Politik. Da passiert ja vieles Machiavellistische. Wenn er damit Erfolg hat, ist er ein guter Machiavellist. Wenn er keinen Erfolg hat, ist er ein schlechter Machiavellist. Und deswegen betone ich hier nochmal, wie man lernen muss, wie gewinne ich denn Mehrheiten? Wie achtsam bin ich auf die Machtspiele, die da laufen? Geht da zu viel an mir vorbei, was ich gar nicht erkenne? Also ich muss wissen um die Spiele, die da laufen, weil ich sonst auch keine Strategie entwickeln kann, wie wir uns dagegen wehren können. Und auch den Menschen sagen, wie wir uns dagegen wehren können. Mhm. Denn was sie brauchen in der Demokratie sind starke Menschen, nicht ohnmächtige Menschen. Und von daher habe ich Max Weber nie so verstanden, dass ich werden muss wie alle anderen, um überhaupt in der Politik mitmachen zu können. Es muss auch die Verweigerer geben. Verweigere in dem Sinne, dies mache ich nicht mehr mit. Wir haben nicht umsonst den Artikel 38 in unserem Grundgesetz. Niemand kann sich darauf zurückziehen. Die Zwänge sind so stark, dass meine innere Gewissensstimme nicht für jeden Fall ist das zu beanspruchen. Aber in entscheidenden Gewissensfragen, bei mir war das die gesamte Frage Schutz des Lebens, da habe ich noch, bevor ich das Ministeramt angenommen habe, ich habe ein Problem, abgesehen von all den Erfahrungen, die mir fehlten, wo ich dem Kanzler sagte, ich habe dort eine andere Position. Und diese Position ringt darum, wie schützen wir Leben mit vor allen Dingen der Mutter und wie respektieren wir ihre Entscheidung als letzte Entscheidung. Und deswegen muss irgendwie in unserer Arbeit, ob auf lokaler oder Bundesebene, doch da sein, was ist Grundlage meiner Überzeugung? Muss ich die ständig verstecken und dann so mit Jein-Positionen in der Politik jahrelang arbeiten und man weiß am Ende gar nicht mehr, wer ist die Person, welche Auffassung hat sie, aber sie hat doch ein Recht, Überzeugungen zu haben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Also insofern, nein, ich muss so werden wie alle anderen. Ich muss zugleich den Grundsatz, es gibt 100 Anpassungsprozesse, aber wir müssen immer darauf achten, was ist denn am Ende noch von uns übrig geblieben? Und bin ich nun so verbogen, dass ich überhaupt nicht mehr die bin, die ich mal war? Wir verändern uns, unsere Identität bleibt nicht gleich, aber wir müssen schon wissen, wo und wann war ich feige? Wann hätte ich was sagen müssen, was ich nicht gesagt habe? Denn kein Mensch kann immer nur das Richtige tun. Aber uns eingestehen, selbstkritisch zu bleiben, sonst verlieren wir überhaupt die Achtsamkeit dafür. Ich würde noch gerne auf einen anderen Punkt zurückkommen. Seiteneinsteiger haben ja zumindest zunächst einmal in der Öffentlichkeit immer einen recht guten Ruf. Also sie bringen Fachkompetenz rein in die Politik, führen Politik und Gesellschaft wieder stärker zueinander und so weiter. Aber trägt nicht dieses überhöhte Ansehen von Seiteneinsteigern nicht auch dazu bei, das schwierige Geschäft von sogenannten Berufspolitikern zu diskreditieren? Und schlägt hier nicht auch die Stunde der Populisten, die gerade dieses komplizierte politische Geschäft ja verachten, also die Bereitschaft, Kompromisse zu schließen, die Berücksichtigung von Minderheiten, von Vetospielern, was existenziell ist für den politischen Entscheidungsprozess in unserem Lande. Wir müssen ja nur daran erinnern, also Populisten wie Berlusconi, wie Donald Trump sind gerade in ihre Ämter gekommen, weil sie diesen Nimbus des Seiteneinsteigers haben. Also tut sich nicht hier auch eine Gefahr auf, wenn wir den Seiteneinsteiger zu sehr überhöhen, dieses doch sehr undankbare Geschäft des
Politikers, der tagtäglich sich in Gremien aufreiben muss, damit zu diskreditieren, Frau Gaschke. Ja, aber man muss das undankbare Geschäft schon auch gut machen. Also es nur zu machen, weil einem auch gerade nichts anderes einfällt, was man machen könnte, ist keine hinreichende Rechtfertigung. Es ist aber also insofern, unpopulär, ja. Insofern müssen wir, ja, es ist nicht immer populär, ja. Aber es ist schon ein attraktiver Beruf ja auch. Also, und, also die Frage nach denen, hat derjenige auch Alternativen, die ist schon sehr legitim. Also ich habe das lange auch immer sehr verteidigt und gesagt, also dieses harte Kerngeschäft, das gehört gefälligst respektiert und anerkannt. Es ist toll, dass Leute sich engagieren in Parteien und es ist toll, dass sie Verantwortung fürs Gemeinwesen übernehmen. Aber wir müssen eben auch feststellen, also eine Qualitätsdebatte darf man schon führen. Und ich glaube, dass die Parteien sich wirklich überlegen müssen, wie sie sich stören lassen, und zwar sich selbst. Denn wenn sie selbst sich nicht stören lassen in ihren Organisationen von unkonventionellen Gedanken, von querschießenden Sachen, auch von Unfug, das muss gar nicht überhand nehmen, aber sagen also auch einfach mal von Dingen, die für sie in ihrer Parteiroutine, so wie es immer läuft und am praktischsten ist, verstörend sind, dann gehen die Quereinsteiger nach außen. Also dann sind das gar keine Quereinsteiger mehr, sondern dann machen die ein populistisches Angebot ganz für sich alleine. Ich glaube auch, also sozusagen es gibt die Macron-Variante, die man sich anschauen kann. Es gibt Berlusconi und andere, wo man so das Gefühl hat, das nächste, was kommen könnte, ist vielleicht auch eine Partei als Firma. Also ich meine, Kurz hat es ja in gewisser Weise jetzt auch, also sozusagen sehr auf sich gebrandet. Also das ist natürlich der absolute Wunschtraum, den man auch selber vielleicht mal insgeheim manchmal hat, wenn man mit einer Parteibasis ringt und mit einer Ratsfraktion oder auch mit einer Bundestagsfraktion, dem man natürlich aber nicht nachgeben darf. Denn in der Tat einigt man sich ja gemeinsam darauf. Ich wäre manchmal dafür, dass man sich auf einem höheren Niveau gemeinsam einigt und dass man mehr verlangt von den einzelnen Bewerbern. Also dass auch Parteien wieder etwas mehr Ehre einlegen, denn sie sind ja nun mal das Nadelöhr. Die meisten Kandidaten kommen durch das Nadelöhr der Parteien. Also müssen die Parteien Ehre einlegen bei der Aufstellung ihrer Kandidaten und sagen, das ist auch jemand, den kann man auch Menschen präsentieren. Das ist keine Zumutung. Nicht? Denn sonst wird sich die Sache außerhalb der etablierten Parteien verlagern. Und da werden dann in der Tat die Populisten sagen, ach, das kann man doch alles ganz anders machen und das ist alles ganz einfach. Und Kompromisse brauchen wir nicht und Gefangene werden nicht gemacht und irgendwann haben sie Herrn Trump. So, und das ist eine Situation, die keiner wollen kann, aber ich bin da jetzt tatsächlich etwas kassandrahaft und das bezieht sich nicht nur auf meine eigene Erfahrung, aber natürlich auch, wir haben eine hohe Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Wir haben ein hohes Gefühl, also dass Parteien etwas Hermetisches werden, was die Menschen, die da nicht direkt mitmachen, gar nicht so dringend braucht, wo Menschen eher stören, wo, tut mir leid, also sozusagen Leute auch veralbert werden im Bürgerbeteiligungsverfahren. Also zu irgendwelchen Planungsprojekten oder so. Und abends klebt dann der Stadtbauamtsleiter noch mal schnell die Punkte an, also für Ja und Nein. Und nachher haben wir irgendwie mit 80 Leuten da eine Bürgerbeteiligung gemacht und irgendwas beschlossen, was dann bis ans Ende aller Tage hochgehalten wird. Und jeder weiß, das ist totaler Quatsch. Also da müssen Parteien wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, die Zeit ist lange gekommen. Und das schließt wiederum meine eigene Zunft, das schließt die Medien absolut mit ein. Denn wir als Journalisten werden wahrgenommen als Leute, die natürlich mit der etablierten Politik wirklich im Bett liegen. Also die letzten Endes sozusagen ja auch gar nicht existieren könnten, wenn sie nicht sehr detailliert und liebevoll also alles nachvollziehen würden, was die etablierte Politik da macht. Und das sieht man dann wieder, wenn Quereinsteiger scheitern. Und da ist Kirchhoff vielleicht auch ein gutes Beispiel. Quereinsteiger überfordern nicht nur ihre eigenen Parteien und Apparate leicht, sondern sie überfordern auch die Medien leicht, die zwar eigentlich immer auch schreien, wir brauchen andere und wir brauchen offenere und wir brauchen bessere, aber wenn es dann unkonventionell wird, stellt man auf einmal fest, oh, Berichterstattung ist aber auch ganz schön leicht zu erschüttern und zu verwirren und oh Gott, was ist das denn jetzt hier, was sind das denn jetzt für neue Methoden? Und dann ist natürlich beim Quereinsteiger die Fallhöhe einfach so groß, nicht? Also er ist ja halt sehr hoch gelobt und wenn man dann die Lust an ihm verliert und Sie wissen auch, also bei uns verliert dann meistens gleich der ganze Tross die Lust, also es ist ja, wir haben ja wenig polarisierte Mediendebatten im Moment, sondern viel, was so als relativ ähnlich gerichtet empfunden wird, das ist von niemandem angeordnet oder orchestriert, aber das ist eine eigene Gleichrichtung der Medien, aus Angst vor den gleichen Dingen, aus Angst vor Quotenverlust, aus Angst vor Auflagenverlust, aus einer wahnsinnigen Angst vor dem Internet, aus der Unfähigkeit der Verleger mit Online-Modellen wirklich Geld zu verdienen und so weiter, also da gibt es schon eine Menge Gründe und das führt zu dieser Gleichrichtung, aber das stört die Leute natürlich auch extrem. Deswegen dieses gespannte Verhältnis Politik-Öffentlichkeit im Moment. Und ich glaube, wenn die politisch-mediale Klasse da nicht selber aus dem Quark kommt, um es banal zu sagen, dann kriegen wir keine schönen Ergebnisse. Wir haben bisher diese Art von Populismus nicht, die wir anderswo sehen. Also es geht darum, ich setze einfach mal weiter fort, dass wir die
Unzufriedenen, sei es in der eigenen Partei oder außerhalb, ich fange mal an mit der in der eigenen Partei, dass die Wagen in zivil angemessener und produktiver Form auch das in die Partei hineinzutragen, dass wir das austragen. Und nicht sagen, das verbieten wir dir, denn dann entfaltet es sich umso stärker. Das ist einfach ein Grundprinzip des Demokratischen, also das, was im Französischen genannt wird, le plébiscite de tous les jours. Das muss täglich neu erkämpft werden. Das Wort erkämpfen ist bei Max Weber nicht so beliebt, aber es ist notwendig. Also wenn nicht Menschen dafür auch engagiert eintreten, dann lassen wir immer mehr zu und es schleift sich immer mehr ab. Also das ist das eine, dass wir selbst die Debatte führen. Also ich sag mal, am Beispiel Sachsen kann man gut nachvollziehen, die haben immer mehr Angst bekommen und waren nicht mehr offensiv, sondern nur noch defensiv. Und eine Demokratie braucht Menschen, die das offensiv angehen und nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das Zweite, was mir sehr wichtig erscheint, ist, weil Sie die Frage gestellt haben, was machen da die Seiteneinsteiger? Da muss ich Ihnen, lassen wir mal den Begriff Seiteneinsteiger viel stärker wegfallen lassen. Weil irgendjemand ist jemand immer ein Seiteneinsteiger. Das ist heute Abend schwer möglich bei dem Thema, aber ja, wir werden es versuchen, ja. Ich will es zumindest mal empfehlen, weil man ist ganz schnell Seiteneinsteiger und der ist man im Kern ein paar Wochen. Man vergisst nicht, wie man da reingekommen ist, aber dann hat man in seiner Fraktion auch mitzuarbeiten. Und wir haben jetzt eben, ich selbst auch, so getan, als stünden wir jeden Tag in der Situation, dass wir über den Artikel 38 uns selbst entscheiden müssen. Das sind doch die Ausnahmesituationen. Also wenn ich mal die Jahre, meine letzten Jahre überschaue, dann waren das dreimal in all den Jahren, wo ich vom Artikel 38 Gebrauch gemacht habe. Und das müssen wir auch erhalten, wenn das ernsthaft vorgetragen wird. Und nicht die Leute dann immer wieder doch so bereden und stimmen mit. Und das Zweite, was notwendig ist, das knüpft an das an, was Sie gesagt haben, dass Politiker wagen, auch ihre komplizierten Entscheidungssituationen deutlich zu machen. Es gibt wirklich Situationen, wo sie, wie sie es auch machen, falsch. Es falsch machen. Und das, warum teilen wir das nicht mit? Dass jeder weiß davon, dass er in Situationen nach langem Überlegen trotzdem nicht das Richtige in der Situation tun konnte. Es gibt auch Situationen, ich wollte zum Beispiel unbedingt Ministerin bleiben, als ich das Angebot bekam, da Bundestagspräsidentin zu werden. Also kann man mich wirklich heftig kritisieren, weil ich die Befürchtung hatte, jetzt hast du die ersten Hürden genommen, da ist noch so viel zu tun, kann ich das da überhaupt noch bewältigen? Aber ich kam in eine Situation hinein, wo unser Bundeskanzler in einer so schwierigen internationalen Situation bedrängt war, dass ich um 12 Uhr das Kanzleramtsbüro verließ und Ja gesagt hatte. Man kann nicht nur nehmen, sondern da gibt es Situationen, die sind so kompliziert, da muss man auch geben. Da werden die einen sagen, ja, weil du so feige warst, weil du nicht den Mut hattest, dich durchzusetzen oder weil du Angst hattest. Das muss uns dann auch egal sein. Wenn man die Gründe dargelegt hat, dann hoffe ich darauf, dass die Menschen auch eher verstehen. Und das sage ich jetzt auch auf unsere verantwortlichen Entscheider heute. Man muss beide Seiten sehen, was möglich ist und nicht möglich ist. Es wird manchmal so getan, als könnten die Kraft ihres Amtes sagen, so wird es gemacht und so nicht. Da gibt es viele Situationen,
wo Entscheidungen heute so kompliziert sind, dass man es nicht allen recht machen kann. Und damit müssen auch Bürger sich und Bürgerinnen sich auseinandersetzen. Aber diese Themen vermeiden wir, weil wir so tun, als ob. Und so schaffen wir immer mehr Tabus anstelle des Muts, diese Diskussion miteinander auszutragen. Das muss gelernt werden. Ja, dazu gehört ziviles Verhalten. Aber das kann man lernen. Es beginnt schon in der Schule und auch zu Hause. Wir müssen leider allmählich zum Schluss kommen. Aber ich will mir doch nicht noch die Gelegenheit nehmen, eine Frage zu stellen, die eher in die Zukunft geht. Frau Gaschke, Sie haben nach Ihren Erfahrungen als Kieler Oberbürgermeisterin für sich ausgeschlossen, wieder in die Politik zu gehen. Die Erfahrung war einzigartig, schreiben Sie, aber der Preis war zu hoch. Und auf die Frage, ob Sie anderen Seiteneinsteigern raten würden, in die Politik zu gehen, antworteten Sie, wenn ich Sie persönlich sehr mögen würde, nein. Doch was würden Sie denjenigen raten, die Ihnen vielleicht nicht so nahestehen? Davon gibt es, denke ich, einige wenige, einige mehr in dieser Runde. Würden Sie einem heute noch raten, in die Politik als Seiteneinsteiger zu gehen? Und welche Voraussetzungen müssten dafür geschaffen werden, ohne den Beruf des Politikers dabei zu diskreditieren? Was würden Sie sich wünschen? Also erstmal kann man natürlich wieder sehen, Journalisten, nicht? Also da muss man auch immer gucken, wie lange das hält. Das habe ich 2014 geschrieben und das war natürlich wirklich direkt auch unter dem Eindruck dieser wirklich, also für mich persönlich schon als Katastrophe empfundenen Situation. Ich glaube trotz allem also gut, wenn jetzt meine Tochter ankäme und sagen würde, ich strebe jetzt also eine politische Karriere an, oder würden wir schon lange diskutieren. Aber gleichzeitig müssen wir uns natürlich wünschen, dass Menschen es tun und sogar so nette Menschen wie meine Tochter. Und auch ich selber habe mich natürlich gefragt sozusagen, also wenn man diesen Gestaltungswunsch hat oder den Wunsch, die eigenen Fähigkeiten also sozusagen anderen Leuten zur Verfügung zu stellen und mal zu gucken, ob das denn was helfen kann, ob das was helfen könnte als Angebot, das kann eigentlich nicht verkehrt sein. Ich kann im Moment nur das tun, was ich als Journalistin eben tun kann, nämlich nerven und mit diesem Thema halt auch sozusagen immer mal wieder, ich bin ja nun in der etwas eigenartigen Situation, dass ich also nun sowas von geoutet bin als Sozialdemokratin, da ist ja nichts mehr zu machen. Das ist ja im Journalismus heute sehr unüblich, dass man also zu einer Partei so klar zuzuordnen ist. Ich weiß gar nicht, ob das besser ist oder ob es nicht einfacher war früher, als man klarer sagen konnte, der steht zwar für, also ich denke an Augstein, nicht? Also ich denke an Bucerius, CDU-Abgeordneter, nicht? Also waren die Leser damals auch mündig genug, das dann für sich zu beurteilen. Also zu wissen, da gibt es eine Parteiaffinität oder sogar eben Bundestags-FDP-Zugehörigkeit. Was der schreibt, kann ich also einordnen, aber ich kann ja auch meine eigene Meinung dazu haben. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich finde, heute gibt es eher so ein Schiedsrichtertum im Journalismus, das vielleicht uns allen nicht so gut tut. Also ich kann an der Stelle, wo ich im Moment bin, einfach nur weiter nerven und sagen, Leute, wenn wir es nicht selber hinbekommen, und zwar in diesem politischen medialen Komplex, also das irgendwie zu öffnen, also uns selber zuzumuten, dass da welche dazukommen, die das anders sehen. Wenn die das nicht bei uns selbst machen können, machen sie es draußen. Und sie machen es möglicherweise sehr viel unschöner und unerfreulicher, als wir es haben wollen. Insofern, es wäre immer noch kein Spaziergang und vermutlich ein begrenzter Spaß- und Unterhaltungswert. Das muss man gucken. Und es ist doch nicht umsonst die Frage, wer tut sich das noch an heute? Aber wir brauchen eben irgendwie gute Leute, die es sich trotzdem noch antun. Und man muss dafür einfach kämpfen an dem Platz, wo man gerade kann. So. Also jedenfalls die Parteien einfach mit sich selbst alleine zu lassen, scheint mir in der heutigen Situation kein guter Rat. Frau Süßmuth, brauchen wir neben der Frauenquote eine Seiteneinsteigerquote, vielleicht sogar noch in Kombination? Nein. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe ja versucht auszusprechen, ich würde heute auch keine Quote mehr einführen. Wieso eigentlich eine 25% oder 30% Quote, sondern der Weg muss doch dahin gehen, dass beide gleichberechtigt teilnehmen. Und dann würde ich eher den Macron-Weg wählen. Das wird bei uns schwierig sein, wir kommen alle qualitäts- und so weiter, aber wir wären aus dieser Quotendiskussion raus. Und ich wünsche mir, dass in jedem Parlament genügend
denkende, handelnde Menschen sind, die neue Ideen haben. Und ich wünsche mir auch jetzt nicht nur, die anderer Meinung sind, sondern Anhörung des Parlaments, ja, wo sie das in Erfahrung bringen. Das ist auch der Wahlkreis, wo sie das in Erfahrung bringen. Ich habe zum Beispiel von den Werten Obdachloser eine Menge gelernt aus ihren Zeitungen, wie Menschen schreibend um ihre Würde ringen und das dann verkaufen. Also einfach sehen, wo tut sich was. Wenn ich zum Beispiel die wunderbare Bewegung nahme, Pulse of Europe, die in 120 kleineren und größeren Städten den europäischen Gedanken mit allen Schwächen, die er hat, engagiert und kämpferisch jeden Sonntag verteidigen. Und wenn Sie sich überlegen, das ist noch kein Jahr her, die haben im November vergangenen Jahres die erste Veranstaltung gemacht. Und ich habe mal nachgeschaut, finde ich in den Kommunen und Städten diese Menschen, wo ich die Schule besucht habe, wo ich studiert habe, wo ich gearbeitet habe, waren überall dabei. Ob ich Tübingen oder inzwischen selbst in Paris, in Amsterdam, in Warschau, da weniger, aber in der Bundesrepublik, haben die ungemein viel erreicht und stehen jetzt auch vor der Frage, machen wir weiter oder nicht. Achten Sie mal darauf, wie wenig die in der Bundespolitik, gerade bei den Grünen kommen sie vor, sonst nirgendwo. Und das ist das, was Sie sagen, warum holen wir die nicht herein? Mir gelungen, einen Preis für sie hier in Osnabrück durchzusetzen, aber die sind inzwischen so bekannt. Das heißt ja nicht, dass wir gerade im Bereich Europäisches eine Menge an Arbeit haben, aber doch wissen, dass dieses Europa nur so stark ist, wie wir für die europäische Idee eintreten und manches von dem zum Verschwinden bringen, was da nur als Hürden steht, bis hin zu den kleinen roten Weihnachtsäpfelchen, die nicht europakonform sind. Achtet doch auf die großen Dinge, und das hat Pulse of Europe geschafft. Wenn ich bedenke, was Freiwillige heute unbeachtet oft in unseren Kommunen leisten, wie würden die Behinderten, wie würde ein Teil der Migranten dastehen, wenn nicht die Zivilgesellschaft, die Bürger und Bürgerinnen das Engagement zeigten? Also das macht mir Hoffnung, dass wir mitten in diesen Niedergängen auch Menschen erleben, die sagen, das wollen wir doch mal sehen. Und damit möchte ich Schluss machen, weil ich finde, es lohnt sich, diese Thematik weiter zu verfolgen und nicht zu sagen, da können wir nichts machen. Und das sage ich auch uns Frauen. Wir haben viel mehr Talente, als wir bisher genutzt haben. Wir wissen, was wir können, aber da schlummert so vieles. Und da es nicht nachgefragt worden ist, meinen wir würden nicht gebraucht. Wir müssen, es wird immer stärker gemerkt, wie stark Frauen in allen Berufen, in der Familie, im Ehrenamt gebraucht werden. Und ich möchte, wünsche mir, und dafür arbeite ich auch noch so lange, wie ich kann, dass wir Menschen wieder uns selbst als powerful, als stark, als nicht ohnmächtig erleben. Denn es hängt von uns Menschen ab, ob das digitale Kommunikation oder die Frage, was vom Urknall war. Wir sind gefragt. Und nicht einfach nur ein paar Experten. Frau Süßmuth, Frau Gaschke, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Respekt.